Mein Name ist Jörg Jacobi. Ich bin Referent für Bildungs- und Kulturpolitik der Arbeitskammer des Saarlandes. Ja, hallo, mein Name ist Lennart Elias Seimetz und ich bin Landesschülersprecher des Saarlandes. Herr Seimetz, den Schülersprecher der Klasse, den kennt man, den kenne ich, aber die Landesschülervertretung, was ist das überhaupt? Die Landesschülervertretung vertritt alle ca. 100.000 Schülerinnen und Schüler hier im Saarland vor der Politik, vor der Presse, vor Verbänden, vor der Wirtschaft und ist einfach dafür da, deren Meinung nach außen zu repräsentieren. Im Bereich der Mitbestimmung in den Betrieben und in der Arbeitswelt heißt es, Demokratie endet nicht am Werkstor. Endet Demokratie am Schultor? Ja, es gibt diesen schönen Spruch, mit dem Betreten des Schulgeländes verlassen Sie den demokratischen Raum der Bundesrepublik Deutschland. Und so etwa ist es nicht ganz so schlimm. Und in der Schule hat man noch ganz oft das Problem, dass Schülerinnen und Schüler ganz, ganz wenig Mitspracherecht haben oder dieses Recht nicht kennen oder nicht genau wissen, welche Rechte sie eigentlich haben. Und da liegt es dann an uns, zum einen für mehr Mitbestimmung in den Schulen zu kämpfen, zum anderen allerdings auch Schülerinnen und Schüler im Rahmen von Seminaren und anderen Projekten ihre Rechte auch nahezubringen. Sie haben jetzt gesagt, man kennt diese Rechte nicht so ganz genau oder da gibt es auch noch Verbesserungsbedarf. Im Saarland läuft ja gerade eine Novellierung des Schulmitbestimmungsgesetzes. Es ist tatsächlich ein partizipativer Prozess. Sie waren dabei, beziehungsweise die Landesschülervertretung und es sind auch viele andere, die tatsächlich in der Schule arbeiten, nicht nur Lehrer. Aber was ist denn bei Ihnen so ein brennendes Thema? Was muss da rein und was wäre Ihr Wunsch, was in dieser Novellierung tatsächlich angesprochen oder tatsächlich auch umgesetzt wird? Zu Beginn hat das damals noch mein Vorgänger gemacht, Usama Hamud. Mit dem Beginn meiner Amtszeit kam dann leider auch die Corona-Krise und das Ganze ist etwas jetzt momentan im Sand verlaufen, weil man einfach sehr, sehr wichtige andere Probleme hat, an denen man momentan arbeiten muss. Grundsätzlich ging es da um ganz einfache Dinge, wie einfach nur, dass Schülerinnen und Schüler einfach mal verpflichtend aufgeklärt werden müssen, was eigentlich ihre Rechte sind zu Beginn eines Schuljahres. Da geht es aber auch um ganz große Sachen, wie zum Beispiel Schülerparlamente, Landesschülerparlamente und ganz grundlegende Änderungen und vor allem die Stärkung der Demokratie in der Schule für die Schülerinnen und Schüler. In unserem Gespräch hat sich ja jetzt auch schon ergeben, dass es repräsentatives System ist, das Landesschülervertretungssystem oder das Schülerinnen- und Schülervertretungssystem. Wichtig ist ja Ihnen in der Selbstdarstellung auch, dass ein inklusiver Gedanke ist, ein diverser Gedanke, also dass Sie alle Schülerinnen, alle Schüler vertreten. Wie setzen Sie das um? Was gibt es da noch für Verbesserungsbedarf tatsächlich? Insgesamt. Also grundsätzlich ist es so, wir sind da wesentlich basisdemokratischer als andere Bundesländer, liegt aber auch einfach daran, dass wir so klein sind. Und zwar bei uns ist es so, dass jede Schule direkt einen Landesdelegierten zur Landesdelegiertenkonferenz schickt, bei der dann die Landesschülervertretung gewählt wird. Das heißt, jede Schule hat auch die Möglichkeit. Zum anderen schränkt uns aber das Schulmitbestimmungsgesetz auch etwas ein zu dem Thema, welche Schulen wir vertreten. Gerade auch Grundschulen sind wir jetzt dran, dass wir die mit reinholen. Und zuletzt hatte ich gerade nochmal das Gespräch darüber gehabt, und zwar über die Schulen in der JVA. In den Gefängnissen vertreten wir die Schülerinnen und Schüler eigentlich auch. Und da hat sich leider herausgestellt, dass wir das nicht tun. All das sind Stellschrauben, an denen aber auch auf jeden Fall noch gearbeitet werden muss. Zum anderen geben wir den Schülerinnen und Schülern auch die Möglichkeit, seit neuestem als Referent bei uns mitzuarbeiten und später dann vielleicht auch in den Vorstand aufgenommen werden. Wir haben einfach gesehen, dass die Hemmschwelle doch teilweise groß ist, sich zu einer Wahl stellen zu lassen in der Schule, dann nochmal zu einer Wahl stellen zu lassen vor ganz, ganz vielen Schülern für die Landesschülervertretung. Wir aber ganz, ganz viele Menschen haben, die extrem gute Ideen haben. Und wir deshalb gesagt haben, wir wollen jedem die Möglichkeit geben, bei uns inhaltlich mitzuarbeiten und daher auch das Referentensystem entwickelt. Da kam jetzt schon ein sehr breiter Ansatz heraus. Sie hatten, was für mich jetzt auch neu war, die Schulen in den JVAs genannt oder in der JVA. Was kann man denn noch darüber hinaus tun? Also Demokratie ist, endet ja vielleicht nicht oder endet am Schultor. Da gibt es eine Debatte drum, wie weit das der Fall ist. Aber Demokratie ist ja tatsächlich unsere Staatsform. Wie weit betrifft das die Schülerinnenvertretung? Was gibt es da zu tun? Also ganz, ganz wichtig ist, allgemein nochmal das Demokratieverständnis der Leute zu wecken und auch zu zeigen, eure Stimme zählt auch was. Und zum Beispiel nach unserer Forderung nach einem einheitlichen Wahltag für den Schülersprecher, und zwar mit dem Wahlgang zur Urne. Das ist etwas, was
in sehr vielen Stellen einfach verloren gegangen ist. Und wir sehen einfach auch, es macht sich immer mehr diese Gedankenheit, ja, meine Stimme zählt ja eh nichts, warum muss ich dann wählen gehen? Und dieses grundsätzliche Verständnis von Demokratie und den Schülerinnen auch zu zeigen, so lebt man Demokratie und es ist tatsächlich auch was Besonderes, in einer Demokratie leben zu dürfen. Das ist auch so ein Grundgedanke, den wir da auf jeden Fall mitverfolgen. Sie werden ja jetzt demnächst ein Seminar machen zum Demokratieverständnis, zur Teilhabe, zur politischen Vertretung in der Stiftung Demokratie Saarland, mitorganisiert oder hauptsächlich organisiert eigentlich von der Landeselternvertretung für Bildung. Warum gibt es das überhaupt? Ist das was Besonderes oder macht das eigentlich in jedem Bundesland jede Landesschülervertretung? Nein, das ist auf jeden Fall was Besonderes und das ist auch etwas, was wir deshalb machen, weil wir es jedes Jahr machen. Und das gibt uns einfach die Sicherheit. Viele Leute wissen davon, können das auch weitergeben und können sich darauf verlassen. Jedes Jahr um diese Zeit gibt es dieses Seminar, an dem ich zu einem theoretisch lerne, wie, was sind eigentlich meine Rechte und wo finde ich überhaupt meine Rechte, wo kann ich das nachlesen, zum anderen aber auch ganz praktisch in Workshops dann arbeiten können und das Ganze auch in der ersten Phase mal anzuwenden. Und das ist auf jeden Fall was Besonderes, worauf wir auch sehr, sehr stolz sind. Und theoretisch ist es ja nur für Schülerinnen und Schüler, also Schülersprecher und Vertrauenslehrer. Aber wir haben gesehen, es kommen sogar Schüler aus Frankreich, die sich dafür interessieren, wie läuft das bei uns. Es kommen Schulleitungen. Also das Feld wird immer breiter und das Interesse ist groß. Aus Sicht der Arbeitskammer ist die Mitbestimmung an Schulen zu stärken. Die Landesschülervertretung und mit ihr die Landeselterninitiative für Bildung stärkt Schülervertreterinnen und Schülervertreter und damit auch unsere demokratische Gesellschaft. Am Arbeitsplatz, in den Vereinen und nicht zuletzt natürlich auch in politischen Gremien müssen, sollen, können sich Menschen engagieren und politisch teilhaben. Auch an den Schulen ist dies notwendig und an den Schulen ist dies besonders notwendig, weil hier der politische Aushandlungsprozess geübt, gelernt werden kann, im Idealfall wirklich mit demokratischen Verfahren und Methoden und stärkt so natürlich auch wiederum unser demokratisches Gemeinwesen. Aus Sicht der Arbeitskammer ist schulische Mitbestimmung auch eine Demokratielernmöglichkeit. Demokratie muss gelernt werden, man muss sie sich aneignen, die Verfahren kennenlernen und auch die Inhalte in diesen Verfahren eben vertreten. Das Besondere ist eben, dass man darüber auch lernen kann, welche Grenzen das hat, wie schwierig das sein kann, wie aufwendig ein demokratisches Verfahren ist und sich selber Gedanken machen kann, wie lebe ich in einer Demokratie, wie gehe ich damit um und wie stark muss mein oder kann mein Engagement in dieser Gesellschaft sein.